Leute, und ich habe jetzt auch eine Idee. Wir nennen das Ganze Thema aufmachen. Normalerweise hat man dann so einen viereckigen Tisch. Man sieht uns vier und Anis auch, aber als Schatten. Kennst du das? Was ich meine? Kennst du das? Ja. Die drei Fragezeichen. Normalerweise hätte man so einen dicken Tisch, der so 200-300 Kilo wiegt. Aus, genau, aus Keller. Aus echter Eis. Ist gestohlen, weiß ich schon. Der gestohlene Tisch, genau, der. Ja. Heuchlerische Influencer ist das Thema. Also, der erste, ist, der mir jetzt spontan einfällt, ist tatsächlich Kebs Haram. Ey, was ist eigentlich für dich ein Influencer, wenn man so Geld verdient mit Internet nebenbei auch oder erst, wenn du das vollzeitmäßig machst? Ab wie vielen Followern? Influencer? Nein, nicht das, keine Follower. Ja, jemand, der sich so bezeichnet. Ich habe mich nie als solches bezeichnet zum ja, Beispiel. Ja, okay, also bist du kein Influencer? Nee, ich bin ein Schwanz. Wann ist für euch ein Influencer ein Heuchler? Ich würde sagen, wenn er so bei Sponsorings lügt und sowas? Ja. Also erstens ist für mich ein Influencer jeder, der in Öffentlichkeit steht, egal ob Schauspieler, Sänger, was auch immer. Du influencest der immer hier und da ein bisschen. Period. Period. Dankeschön. Jetzt wissen wir es. Weiter. Mit Heuchler ist man ja, wenn man sich widerspricht. Ja, okay. Ich, ja, ein ich Tag finde zum Beispiel, das ist ein bisschen hart gesagt. Nennen wir diese Beauty-Blogger jetzt ein Beispiel. Die tun gerade noch irgendwas haten und ein paar Monate später werben sie jetzt für das Beispiel. Das Ding ist, ich finde wirklich, wenn du real bist und echt bist, widersprichst du dich umso mehr. Also aber scheiß mal auf dieses real, nicht real. Ich habe eine andere Frage. Ich habe eine andere Frage. Weil du dich zu wohl fühlst. Ja, weil erstens, du fühlst dich viel du dich wohl, öffnest. Und zweitens, Bro, du entwickelst dich einfach stetig weiter so. Also etwas, Meinungen du, ändern sich ja immer. Ja, ja, etwas, was du vor 6 Monaten feierst, wirst du vielleicht heute feiern. Das ist ja bei mir mit Büchern. Ich schwöre, wenn mir jemand vor 6 Monaten gesagt hätte, lies ein Buch, ich hätte gesagt, Digga, das geht, also weißt du, was ich fucked up finde, zum Beispiel bei Monte. Der feiert auf einmal Eis die Zitrone und die Leute sagen, du hast doch noch nie Eis die Zitrone gefeiert. Ich meinte das Beispiel mehr mit Geld verbunden. Ja, ich meine, dass sie für Geld anfangen, ihre eigene Meinung einfach wegzuschmeißen. Ja, aber weißt du, was ich noch interessanter finde an dem Ganzen? Nicht mal so dieses, die Influencer selbst, sondern ich frage mich, welche Menschen juckt es? Ja. Weißt du, ich meine? Also ich will wirklich... Wieso achten die Leute? Nein, das ist schon richtig, das ist schon richtig. Aber ich will damit auch niemanden verletzen, aber ich würde gerne jemanden sehen. Es ist nicht schlimm, sehen, kritisch zu sein. Es ist Leute nicht schlimm. Sollten sogar ja, ja. Ein bisschen aber ich würde gerne jemanden sehen, der sein Leben quasi dafür gewidmet hat, Sachen zu suchen, die sich zum Beispiel irgendwie aus dem Kontext reißen lassen und dann sagt, ha, hey, Monte feiert Eis der Zitronen nicht, dies, das. Ich will wirklich einfach, ich meine es auch gar nicht böse. Ein Interview mit den Nein, ich will ihn einfach hinsetzen und ihn anschauen. Das war's. Ich will ihn einfach nur anschauen, um zu wissen, was das für ein Mensch ist. Das Ding ist halt auch heutzutage, wenn du in der Öffentlichkeit stehst, hast du auch eine geisteskranke Verantwortung. Weil letztendlich, man nutzt halt Stilmittel wie schwarzen Humor und sonst was. Oder auch nur normalen Humor und du machst Witze. Und du weißt halt nie, wie das die Leute auffassen. Vielleicht meinst du das so und der fasst das so auf. Soll ich dir was sagen? Und ich habe das so oft gemerkt, wenn ich irgendwas zum Beispiel glücklich meine und der andere fasst das tiefgründig auf, macht darauf was Positives. Ist natürlich schön, aber das kann halt manchmal auch nach hinten ins Negative losgehen. Ich habe es einfach gelernt, man kann entweder sich immer anpassen an die anderen. Zum Beispiel jemand sagt, Digga, wir nehmen jetzt als Beispiel Knossi. Digga, Knossi, du hast zu wenig rumgeschrien in deinen Streams. Mhm. Und er schreit auf Krampf in nächsten Streams weiter. Ja, und dann ja, sagt jemand, ja, dann sagt jemand, Digga, du schreist zu krass. Halt deine Fresse, da schreit er weniger. Und er versucht ja, er widerspricht sich nicht in dem Fall, sondern er versucht einfach, seine Community recht zu tun. Die Leute zu zufrieden genau, zu recht zu tun. Aber man wird dann jemand, der sich widerspricht, wenn man das versucht. Und deswegen ist die einzige Lösung, meiner Meinung nach, einfach du selbst zu sein. Wegen dem mit Heuchler, also wenn ich das noch beantworten kann, darf. Ich finde, ein Heuchler ist jemand, der etwas sagt, was eigentlich nicht so ist. Also zum Beispiel, stell dir vor, ich gehe jetzt an die Öffentlichkeit und ich sage zum Beispiel, jetzt auf mich bezogen, ich zeige hier oft, dass ich religiös bin und so. Stell dir vor, das wäre im echten Leben. Ja, du würdest Alkohol trinken zum Beispiel. Ja, ja, zum Beispiel sowas. Ja. Oder, man erwischt dich auf der Straße. Oder auch, so. Zum Beispiel, ich stelle mich da dahin,
mach ein Foto von einem Gebetsteppich, poste das und bete gar nicht. Ja, das wäre für mich. Das ist das, genau. So das unterste Schiene. Also und ich finde sagen, halt. Jemand, den ich Heuchler nenne. Genau. Ja. Und ich finde auch so, der Beruf als Influencer, wenn man das so bezeichnen darf, sollte auch so verstanden werden, dass man auch zum Beispiel gewisse Arbeitszeiten hat. Zum Beispiel. Aber das ist leider nicht möglich bei diesem Beruf, das will ich sagen. Zum Beispiel ein Postbote darf von 8 in der Früh bis 18 Uhr Postbote sein, zum Beispiel, und nach Hause gehen. Dann ist er Max. Und man wird ihn nie hinterfragen, genau. Wieso er jetzt so auf einmal ist. Man wird nicht sagen, wieso hast du den Stempel so gesetzt, wieso das. Ja. Aber wenn du einmal Influencer bist oder in der Öffentlichkeit stehst, dann bist du es 24/7. Ja, das ist so. Gibt halt keine, es gibt keine Pause. Halt keinen, dass du einen schlechten Arbeitstag hast. Es gibt keine Pause. Das ist so, als würdest du zu diesem Postboten sagen: Hä, wieso hast du zu Hause auch keine Pakete eingepackt? Ja. Also, Leute differenzieren nicht, dass Menschen auch ein privates Leben haben können. Ja. Ich verstehe das einfach nicht bei den Influencern. Das ist das Ding. So, nächstes Thema: Liebeskummer. Ich habe sowas nicht. Du hast sowas nicht. Mm-mm. Du bist so eher so der harte Typ. Also. Ich hatte mal eine Beziehung, die ging 3 Jahre. Am nächsten Tag bin ich einfach nicht mehr gejuckt. Einfach nicht gejuckt. Bro, voilà. Das liegt auch daran, dass das nicht die wirklich jetzt was gerade. Ernstes war, muss man ehrlich sagen, Mann. Aber ich dachte zu dem Zeitpunkt, dass was Ernstes ist. Aber was in sagst? Der Sekunde, wo es vorbei war, hat es mich einfach nicht mehr gejuckt. Aber weißt du, was krass ist? In den Momenten versteht man, was man verloren hat. Erst wenn es weg ist. Ja, das war. Und denkt sich jedes Mal, verdammte Scheiße. Und man sieht es mit anderen Augen. Genau. Bist du so ein Mensch, der so krass Liebeskummer hat, dem es egal ist, oder? Was? Also kann man denn überhaupt ein Mensch sein, der kein Liebeskummer hat? Da sitzt der sagt doch immer scheißegal. Nein, Bro. Glaub mir, Wallah, Bro. Also aber du hast selber mitbekommen, das klingt vielleicht cringe, sein Vater, aber wenn du eine Frau findest, die du wirklich liebst, kann ich mir nicht vorstellen, dass der am Arsch vorbeigeht, wenn da irgendwas ist. Das war der TikTok, den ihr sucht. Nach der hast oder sonst was, verstehst du? Ja, ja. Ich glaube, man muss schon auseinanderleben, damit das so weit geht. Ich glaube halt wirklich, dass der am Arsch vorbeiging, weil generell die Person am Arsch vorbeiging. Die oder Person, vielleicht die jetzt zuguckt. Oder vielleicht ja etwas passiert, was mich dazu gebracht hat, dass es mir scheißegal ist. Das kann ist. Auch sein, das klingt jetzt vielleicht kacke, aber ich schwöre bei meiner ersten Beziehung, okay? Ja. Ich hab das ja auch in diesem einen Video erzählt, wo wir so Fragen beantworten mussten. Ja. Welche Frau wir am meisten enttäuscht haben und so, weißt du noch? Ja. Dort habe ich ja gesagt, meine Freundin, also meine erste damals, die war safe, richtig traurig, dass ich so mit ihr einfach so Schluss gemacht habe. Das war einfach, weil ich weiß, ich fand immer so cringe, wenn das Leute gesagt haben. Und da ist wirklich dieses Auseinanderleben passiert. Und plötzlich mich hat ihr Alltag nicht mehr interessiert und ich habe mich für sie nicht wirklich interessiert. Mhm. Da habe ich so gemerkt, so, ey, wenn ich mir weiter was vormache und ihr auch, mache ich sie doch auch unglücklich. Und ich will natürlich, dass sie auch glücklich ist. Weil letztendlich ist sie kein schlechter Mensch gewesen. Ja, aber weißt du was? Deswegen auch wollte ich das halt schnell beenden und habe Schluss gemacht. Aber es hat sie mich jetzt nicht hart gekickt. Also hast du Schluss gemacht? Du wurdest nicht gekauft, willst du sagen. Leak. In dem Moment, wo die Beziehung dann vorbei ist und du stalkst die Person so ein bisschen, mit der du ja nicht mehr zusammen bist. Und du siehst, was sie macht. Das ist halt auch nicht passiert, Digga. Du siehst, was sie macht, zum Beispiel so, keine Ahnung, was sie auf einmal macht. Du guckst vielleicht ihre Story. Du denkst dir so, hä? War ich so lange mit diesen Menschen zusammen? Kennt er so Menschen, die dir das Gefühl geben, dass sie Selbstmord machen, wenn du die verlässt? Ja. Das und auf einmal verlässt du sie wirklich? Und es juckt sie nicht. Und es juckt sie einfach gar nicht. Alter, das verstehe ich gar nicht. Jungs und Mädels im Chat, Jemens also Rücken, ich küsse dein Herz wieder. Psychologisch gesehen sind solche Menschen Soziopathen und die machen es euch nur vor, dass die sie sich was tun werden. Die zerstören dich komplett. Geben dir so richtig Schuldgefühle, sein Vater, und dann denkst du dir, okay, sie hat mich komplett gefickt. Ja. Ich verlasse sie. Und du, auf einmal und so, du denkst dir, wenn du sie verletzt, denkst, also gibt sie dir das Gefühl. Ja, das wäre deine Schuld dann. Erstens das und zweitens, dass du Angst haben musst, dass sie sich vielleicht das Leben nimmt und so. Mm-mm. Das ist voll oft in Psychologiebüchern so, dass 80% der Beziehungen mit Soziopathen deswegen nicht klappen und du dich lösen musst. Zum Beispiel, wir hatten einen Kollegen, ich will euch den Namen nicht sagen, aber ihr wisst einen bestimmten Kollegen, ich kann es euch nicht jetzt hinten, aber er hatte zum Beispiel eine Freundin. Und er hat dasselbe bei ihr abgezogen. Sehr was lang. Was denn so plötzlich weg und so? Nein, dieses, ich werde nur was tun und so. Okay. Weißt du, ich meine, Bro,
So, man sieht halt, das Leben zerstört wird dann danach, verstehst du? So, ich finde auch traurig, dass Menschen mit so einem sensiblen Thema so leichtsinnig umgehen und das einfach so scheinbar, obwohl sie das gar nicht so meinen, weißt du? Ja, ja. Aber natürlich, in dem Moment wirst du niemals wissen, ob die Person das wirklich so meint oder nicht. Und du willst dann dieses Risiko nicht eingehen. Was seid ihr eher für Menschen, denkt ihr? Weißt du, ey, eine Sache, was ich sagen wollte, was ich auch so ansprechen wollte, wo wir eh schon bei diesem Thema sind, was ich so krass finde als Gedanke, weil ich bin generell so ein Mensch, ich mache mir über voll viele Sachen Gedanken. Was mir voll komische Vibes gibt immer, ich finde, wir leben voll in einer Welt, wo so Beziehungen oder Ehen nicht mehr so einen krassen Wert haben wie damals. Weil damals waren Leute so, die haben geheiratet und die haben sich dieses Wort gegeben, ey, und wir werden so für immer zusammen sein, egal wie schlecht die Zeit ist, wir bestehen das gemeinsam durch. Ja. Natürlich, Betrug und häusliche Gewalt und so sollte man jetzt nicht unbedingt dulden. Aber ich finde, heutzutage ist das zu krass, dieses, ey, es könnte morgen aus sein, verstehst du? Ja, ja. Und weißt du, was ich fange? Und das finde ich voll sad irgendwie, ich weiß auch. Zum Beispiel, ich habe so ein Mindset. Also ich will mich jetzt nicht auf Krampf sympathisch machen, aber bei mir ist das immer so gewesen, dass ich... Aber weißt du, was das Ding ist bei solchen Menschen? Dass ich... Warte, lass mich bitte zu Ende reden. Sorry. Dass ich mir dachte, ich werde mir eine Frau suchen und mit der werde ich so für immer bleiben. So. Und egal welche Probleme es gibt, ich werde mein Bestes geben, um das mit ihr zu lösen. Verstehst du? Ja. Ja. Und du kannst halt nie wissen, ob... Also ich verstehe den Punkt. Bist du auch der Meinung, Anis, dass die Beziehung gehen... Also meinst du, heute ist es so, dass man, selbst wenn man verheiratet ist, dass man im Kopf so eine... Option hat, ja, man kann sich eh scheiden, dann gibt es das. Man versucht es erstmal. Weißt du, ich meine, findest du der Bund der Ehe? Bitte? Das macht sehr viele Punkte. Zum Beispiel für mich an erster Stelle steht Loyalität. Wenn du einmal mein Vertrauen brichst, so, dann bricht für mich die ganze Beziehung. Es ging jetzt nicht. Nein, es geht jetzt nicht darum. Die Frage war, ob du denkst, dass Leute allgemein den Bund der Ehe weniger ernst nehmen als damals. Das? Ja, das war die Frage. Also, ja, damals war es halt so, es war eine Schande auf Erden, wenn du dich trennst, egal bei wem so ist. Ja. Zum Beispiel im Das Gefühl, hat man gesagt, oh, das ist eine geschiedene Frau, ein geschiedener Mann. Also ich habe halt das Gefühl, dass damals so heiraten, wirklich fest heiraten war so, wir müssen alles durchhalten und Beziehung war halt Beziehung. Da gab es eine Option. Warte. Das, was sie sagt, stimmt. Ist auch richtig, es natürlich. Es war halt damals auch krass wegen gesellschaftlichen Druck und so. Genau, genau. Weil Leute dachten, ey, wenn ich mich jetzt von dem trenne, denken die Leute... Aber das war oft ein Gefängnis. Es war oft ein Gefängnis, weil es gab... Aber damals wurde noch eher ein Ausgebot, mehr als heute. Damals gab es auch Hundesöhne, die häusliche Gewalt machen. Du konntest den Mann nicht verlassen, zum Beispiel. Das Ding ist auch, damals war ja auch so, wenn sich Mann und Frau geküsst haben, waren die basically zusammen. Die waren basically, wenn sie ihn verlässt, eine Ho. Guck mal, die waren schon so wie verheiratet, weißt du, ich meine? Und heutzutage ist es so, Digga, die küssen sich, dann fragt man, sind wir eigentlich zusammen? Nein, Mann, da fragt man noch nicht mal. Die machen Dates, Vater. Die denkt sich so in dem Moment, wieso fragt der weird? Ja, ja, die machen Dates, sein Vater, Digga, die landen vielleicht auch im Bett. Und dann im Bett fragen die, sind wir eigentlich zusammen? Ja, ist schon. What the fuck? Schon, das ist fucked up. Ja. Ich schwöre, das ist fucked up. Du gehst mit jemandem ins Bett und du weißt doch nicht mal, bist du mit der Person zusammen. Ja, es sind halt denen ist es nicht mehr so wichtig. Ja. Boah, das Ding ist, aber ich kann mir vorstellen, dass so manche voll angegriffen sind jetzt. Ja. Das falsche Publikum extrem triggert wird so. Ja, ja. Meine Meinung, Bro. Meine Meinung. Ich will mich doch erstmal mit ihm austesten, ob ich wissen will, ob ich diese lange Reise mit ihm eingehen will. Sowas. Ja, ja, er will das Auto quasi testen. Test fahren. Ja, ja, ja. Ich weiß ja. Aber das Ding ist, für mich ist der Bund der Ehe keine Testfahrt, wo es klar ist, wohin es gehen wird, sondern auch ein gewisser Akt des Vertrauens, den man dem Partner schenkt und sagt, ich vertraue dir in der Hinsicht, dass du krass fährst quasi und ich werde auch für dich krass fahren. Und wenn das gar nicht da ist, dann ist doch die Grundlage der Ehe gar nicht existent. Weißt du, also das ist halt so meine westliche Sicht der Dinge. Und die westliche Sicht? Was ist die andere Sicht? Die südliche? Die südliche Sicht der Dinge ist ab 31 cm. Okay, danke.